Wie man so eine bewegliche Karte ganz einfach selber machen kann, siehst du im folgenden Video. Ich habe hier Inkpad, Ink-Effekt und Stempelset gebraucht. Man kann natürlich auch noch bei Inkpad oder Ink-Effekt Farben bleiben. Und zugleich habe ich noch Aqua XXL genommen, damit ich das Auto ausmalen konnte. Als erstes habe ich Designkarton weiss genommen, wo ich die Dorflandschaft drauf habe. Nachher das Auto und Bäume gestempelt. Und habe nachher angezeichnet, wo das Auto eigentlich durchfährt. In der ersten Version habe ich es ein bisschen zu wenig gezeichnet. Das ist für die Version, die vielleicht etwas anderes drauf tun will. Für die, die das ganze Auto durchs Dorf durchfährt, habe ich nachher die Länge verlängert. Die Dorflandschaft sowie das Auto habe ich mit dem Gonigal-Pünktchen befestigt. Wir können auch die Dorflandschaft mit dem Rubelgal befestigen. So mit dem Gonigal hat es noch ein bisschen den 3D-Effekt. Wir können jetzt natürlich auch noch ein Schnürchen befestigen, damit man es besser rausziehen kann und für den, der das Kärtchen bekommt, wenn er daran zieht, fährt das Auto am Kärtchen vorbei und er kommt mit dem Wort «Zauberhafte Grüße» seine Weihnachtswünsche über. Und so einfach hat man ein spezielles Kärtchen gemacht, das sicher nicht gerade jeder macht.